Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuesten Sendung Computer Club. Heute zum letzten Mal Computer Club Classic. Es ist die 399. Sendung. Auf wie viel kommen wir dann, wenn wir Schluss machen? Also wenn wir dann noch eine haben nächste Woche, dann wären es 400 zu etwa. Ist ja höhere Mathematik. Ich habe es gerade ausgerechnet, ja. So, wir haben hier, diese Sendung wollen wir einfach ein bisschen nutzen, um einmal ein bisschen zurückzublicken in die Computertechnik, in diese 22 Jahre Computerclub. Als wir angefangen haben, sah die Welt ja noch ganz, ganz anders aus. Ja, die Und du hast etwas mitgebracht, ich glaube, das... Also, mir gefällt so was, ich hatte auch so etwas. Meins ist längst weg, wenn wir da mal reinschauen hier. Also ich habe es gestern durch Zufall auf dem Lager gefunden, als ich alte Sachen gebaut habe. Das ist Technik. Wie alt ist die jetzt? 45 Jahre oder sowas? Das ist 45 Jahre. Vor 45 Jahren, das war mein erstes Radio, was ich selbst gebaut habe, in einer Zigarrenkiste. Ja, wenn man das Ganze hier mal raushebt ein bisschen, da sieht man hier OC71 oder irgend sowas, Transistoren, diese schwarzen Transistoren. Und OC45 in der HF-Eingangskiste. Ja, eine wunderbare Welt war das damals gewesen. Wir waren so stolz, als dann plötzlich da Töne rauskamen, als wir da was gehört haben. Das hast du noch mehr mitgebracht, und zwar Dinge, die man heutzutage gar nicht mehr so genau kennt. Eigentlich zu viel. Wenn ich mir das überlege, hier diese Uhr zum Beispiel, die ich da habe, das ist eine Armbanduhr, wohl ein einmaliges Stück. Die habe ich gekauft. Ich habe den Kassenzettel dabei. Und zwar war das am 18.10.1977. Und die hat gekostet 795 Euro. D-Mark. Ja, so bin ich schon mit Euro drauf. So, und das heißt also, dieses Ding, das hatte wissenschaftliche Funktionen, hatte Speicher, trigonometrische Funktionen und sowas. Sowas hat es später nie mehr wieder gegeben als Uhr. Aber es gab etwas anderes hier daneben. Ich glaube, die ist gar nicht richtig in den Handel gekommen. Die RC20 von Epson, da ist ein Z80-Prozessor drin, hat einen Touchscreen, grafikfähig, und man kann den über eine serielle Schnittstelle programmieren. Also neben der Uhr kann man da alles selbst programmieren, was man programmieren will. Ich hatte auch so eine Uhr bis, soll man sagen? Ja, bis wir in der Kneipe gesessen haben und du deine Uhr in dein Bierglas geworfen hast. Ja. Und da eine serielle Schnittstelle dran war, war da ein Loch in der Uhr drin, und da war sie kaputt. Ja, die war dann nicht ganz dicht. Ja. Weißt du, wie das angefangen hat mit der Fotografie eigentlich? Ja, also ich war der digitalen. Ich war 89, glaube ich, war ich auf der Funkausstellung, und da wurde die Mavica von Sony vorgestellt. Wir dachten alle, wird's was oder wird's nix? Ja. Ja, ich habe also hier von Canon so ein Gerät, so sieht das aus. Das ist eine digitale Kamera, aber Speicher waren teuer und nicht flüchtige gab es nicht. Und wenn ich die rumdrehe, hier hinten dran, kann ich jetzt öffnen, da geht eine Klappe auf und hier kommt eine Diskette Eine analoge heraus. Diskette? Ja, da wurden 50 Bilder analog darauf gespeichert. Das wurde dann über eine spezielle Interface-Karte in den Rechner übertragen. Funktioniert heute noch. Kennst du noch die Auflösung von den Bildern? Das war nichts Besonderes. Doch, also durchaus angenehm. Und wenn man es vor der Kamera analog abgespielt hat, war es sogar super. Ja. Für den Fernseher vor allen Dingen. Heute sind die Kameras so klein geworden hier. Das ist eine Kamera. Wenn ich die relativ groß aufziehe, für meine Finger. Ja. So sieht die jetzt aus und geht an mein Handy. Und dann kann ich Aufnahmen machen und kann die auch direkt per Handy wegschicken. Da hat sich einiges geändert. Hast du das eigentlich schon mal gemacht? Nein. Bilder gemacht und per Handy weggeschickt? Nein, das ist mir zu teuer und ich weiß nicht warum. Per SMS, also vom Nokia Communicator aus, da okay. Ja. Aber hier diese MMS-Geschichte, nee, ich habe mir die Preise mal angesehen und alles, ist nicht mein Ding. Ich weiß noch, früher, als wir in der Schweiz mal waren, da hast du das einfach über deinen Communicator, deinem Filius geschickt, Foto gemacht. Ja. Und wenn ich das dann über normale Datenübertragung wegschicke, ist das viel, viel billiger, als wenn ich dieses MMS mache. Ja. Die Leute sind doch manchmal ein bisschen dumm, ne? Oder? Ja, na gut, die Leute werden dumm gehalten, man bietet etwas Neues an und manchmal meinen die Leute ja, sie müssen was haben, wie SMS zum Beispiel, die sie hat. Da haben wir was mitgebracht hier, das weiß ich noch, da waren wir so stolz auf der CeBIT, und ich weiß noch, als du in der Straßenbahn in Hannover rumgefahren bist und hast zu Hause angerufen, hast gesagt, wir fahren jetzt links rum in der rechte Kurve, linke Kurve, das Pocky. C-Netz-Telefon. Kostete 8.000 Mark. Nee, 10.000 am Anfang. 10.000 am Anfang. 8.000 plus Mehrwertsteuer. Und ich weiß noch, wir brauchten da immer drei Akkus. Ja. Und die waren sehr schwer in der Tasche. Und C-Netz, unser Kameramann Rudi Gerlach, ein großer Telefonierer, gab uns hier diese Karte, holte er aus seinem Portemonnaie. Da steht jetzt Rudi Gerlach. Das ist noch seine alte C-Netz-Karte. Hm. Und das C-Netz, es war wunderbar, dass es funktionierte.
Wir konnten jetzt endlich mal auf der CeBIT untereinander telefonieren. Und dann haben wir allerdings schon sehr schnell von dem D-Netz gesprochen. Denn das C-Netz war ja so langsam dann vorbei. Oh, das war dann der sogenannte Knochen. So sieht dieses Teil kostet hier aus. 50 Mark, das war eine Sensation. Na ja, gut, am Anfang natürlich nicht. Ja, 50 Mark dann mit Vertrag vom Provider. Ganz schön schwer das Teil und auch dick. Aber das war das erste D-Netz-Telefon überhaupt. So hat es angefangen. Und wenn man sich das überlegt, wie klein die Dinger geworden sind. Du hast ja da auch so ein kleines Teil. Ich suche meins immer, weil es auch so klein ist. Wenn man das mal so dagegen hält, das ist ja nun nichts mehr. Na, ich wollte es mal da drauflegen. So, ist ja nun nichts mehr. Wir haben es nur nicht geschafft, dass wir hier im Studio Empfang haben. Vielleicht ist es auch ganz gut, dann wird es wahrscheinlich hier klingeln. Man kann die auch ausschalten, habe ich gehört. Ja. So, der Computerclub, 22 Jahre Computerclub. Wir haben ihn uns immer ausgezeichnet durch eigene Entwicklungen, durch eigene Basteleien. Eine wollen wir Ihnen zeigen, das war eine ganz tolle Sache. Und zwar haben wir einen Laserstrahl, einen gefährlichen Laserstrahl. Habe ich jetzt hier, im Studio erfahren, hier im dass Studio das gefährlich ist. Ja. Dazu benutzt, um auf einer Leinwand Figuren zu malen. Und dabei ist auch einiges rausgekommen. Ich glaube, es ist ganz lustig. An dem Motor, auf dieser Motorachse, ist ein Kork drauf und davor ist ein Spiegel geklebt. Wenn wir uns jetzt diese Reflexion betrachten und ich drehe den Motor, dann sehen Sie, das ändert sich. Das heißt, der Spiegel eiert ein bisschen, der Kork ist nicht ganz gerade abgeschnitten. Das haben wir bewusst gemacht, denn wir wollten ja etwas zeigen, etwas demonstrieren. Und dazu ist auf diesem Brett auch noch ein Laser, nämlich hier an dieser Stelle. Dieser schwarze Kasten ist der Laser. Ich mache mal ganz vorsichtig auf, damit Sie mal da reinschauen können. Komm, du Bursche. So, das ist die Röhre. Die Zündspannung dafür beträgt übrigens 10.000 Volt. Aber bevor ich das Gerät einschalte, muss ich noch etwas tun. Ich bin nämlich belehrt worden, wie gefährlich das ist. Jetzt arbeite ich seit 2 Jahren damit und wusste das nicht. Also manchmal verstehe ich mich nicht. Aber beim WDR lernt man so viel. Ich bin so froh. Und den Hut auf. So. Also, einschalten, das sieht dann so aus. Schauen Sie sich bitte mal den Laser an. Da ist er. Man kann richtig sehen, wie die Gefährlichkeit aus diesem Gehäuse herauskommt. Und jetzt geht der Strahl vom Laser aus hier rüber auf diesen Spiegel. Von da aus auf den anderen. Und von da aus zurück auf die Leinwand. Wir haben alles getan im Studio für die Sicherheit. Absperrung, Schilder. Da ist mein Freund, der Feuerwehrmann, der passt auf, dass mir nichts Böses geschieht. Jetzt geht es nur noch darum, dass Sie zu Hause auch vorsichtig sind, dass Sie zu Hause, wenn diese Lasershow läuft, vielleicht nicht in den Bildschirm hineinschauen. So, wir machen das Ding hinzu und schauen mal, was auf die Leinwand projiziert wird. Da sehen wir die Überlagerung von 2 Kreisen und es entstehen sehr viele schöne, verschiedene Muster. Ich habe also schon mal eine halbe Stunde zugeschaut. Ich habe niemals identisch gleiche gefunden. Weißt du eigentlich noch, wann das war? 84? 85. Ja, okay. War eine schöne Bastelei, glaube ich. Ja. Das hat den Leuten sehr gut gefallen. Mir vor auch. Allem mit dem Computer, dass der seine Ausgänge mal benutzt, um was anderes zu steuern auch. Ja. Wir haben hier etwas aufgebaut, das hat uns noch lange Zeit begleitet. Das war ja nun das Arbeitspferd für den Hobbyisten. Der Brotkasten. Ein C64, wenn man den eingeschaltet hat, meldete er sich mit 38.000 freien Bytes oben links. Und wenn man dann und mit Microsoft Basic. Ja, und wenn man dann Programme einspielen wollte, konnte man das hier mit so einer Normalerweise 850 Marks teuren Diskettenlaufwerk. Erstmal auf dem Kassettenrekorder. Ja. Und wenn man das satt hatte, und dann konnte man nochmal für 850 Mark ein Diskettenlaufwerk kaufen. Und das war fürchterlich langsam. Oh, hat das lange gedauert. Langsamer, wesentlich langsamer hat das aufgezeichnet als der Apple auf seiner Kassette. Ja. War der also toll. Der Apple. So, da begann ja eigentlich so alles mit, sagen die diese Heimcomputerei. Ja. 4.000 Mark hat der Original Apple gekostet. Ohne alles, Da drauf liegt eine Echtzeituhr. Ja, habe ich mal so mitgebracht. Ja. Und wenn ich da dran denke, wie du immer ankamst, hier im Studio, kam er an. Der Traditionen haben sich nicht geändert. Ich habe immer meine Butterbrote und die Sachen da drin gehabt. So, ein echtes Butterbrot drin? Ja, glaubst du vielleicht, wir türken hier irgendwas in der Sendung? Jetzt Finger weg, das brauche ich gleich. Und eine Banane. Ja? Ja. Und die verstecken wir wieder. Und so war das auch damals. Der Apple war ja ein Riesenapparat, muss man sagen. Ne? Ja, 4.000 Mark, Diskettenlaufwerk dazu 2.000 Mark, das zweite 1.500 und Monitor dazu hat man 6.000 Mark weggehabt und konnte nichts. Ja. 8 Kilobyte oder 16 Kilobyte. Ja. Du hast ein anderes Diskettenlaufwerk mitgebracht. Das ist ein ganz kleines, ein sehr kompaktes Diskettenlaufwerk. Strunz, so sieht das aus. Oh, es wiegt, Moment, es wiegt also, glaube ich, 8 oder 9 Kilo sowas.
alles schwarz. Hat auch 8 Kilo Mark gekostet. 8000 Mark. Ja, und dann waren so Mordsdisketten hier dabei, sowas. 8 Zoll Disketten, mhm, und da konnte man damals 256 Kilobyte drauf speichern. Also nicht Megabyte, Kilobyte. Nee, Kilo. Kilo, ja, ja. Kilobyte. Kostet auch viel Geld so eine Diskette. Ich glaube 30 Mark oder so. Die hat über 30 Mark gekostet, mhm, pro Stück. Ja. Ja. War also schon heftig. Und die kam dann hier vorne rein? Ja, da vorne. Ist ja unglaublich, unglaubliche Technik hier. Ja. So, und da verschwand sie dann da drin. Und man war stolz, dass man überhaupt Programme davon lesen konnte. Wenn die drin war, musste man richtig mit zumachen. Gewalt zumachen. Ja. Also war schon feine Sache. Das da ist ein Telespiel, aber das war so ein Übergang. Dieses Telespiel, da gab es Kassetten dazu, sowas hier zum Beispiel, die konnte man dann wechseln. Und da waren auch welche dabei, da konnte man in Assembler programmieren lernen. Eine schöne Sache. Was gab es denn da, so Ping-Pong-Spiele oder sowas? Oder ich Tennisspiele? Weiß, weiß oder? Nicht. Suchspiele, Space Rendezvous, ah, ja, ja. Logik. Zum Abschießen wahrscheinlich. Spin-Out, Autorennen und Computerprogramme, das ist dann hier, dieses Assembler-Spiel. Er nimmt das hier, hier oben steht's, da oben steht's, 99 Mark hat sowas gekostet, mhm, hier. War damals schon ganz schön teuer. War, ne, schon kräftig, das muss, ja, man schon sagen. Hier haben wir noch was vergessen bei der Diskette. Ach so, das haben wir noch was vergessen, ja. Wer weiß, was das ist? Ich halte es mal hier irgendwo davor, wo es ein bisschen heller ist. So sieht das Ding aus. Hat einen Knopf, kann man drauf drücken und sonst nichts. Schlitz. Ja, und da ist ein Schlitz da, ja, ringsrum. Weiß wahrscheinlich keiner mehr. Disketten, diese 5,25 Zoll Disketten, wie sie auch hier reinkamen, die waren nur einseitig bespielbar. Irgendjemand hat herausgefunden, dass die aber auf beiden Seiten beschichtet waren, also Daten aufnehmen konnten. Jetzt die weg, das kann man gar nicht mehr zeigen. Nee, der hatte irgendwo einen Auswurf. So. Ah, so. So. Und dann, das ist jetzt zwar eine 8 Zoll, und dann war bei diesen Disketten Folgendes der Fall. Die hatten hier an der Seite eine Nase herausgebissen. Das heißt also, diese Diskette durfte dann bespielt werden. Wenn man die schreibschützen wollte, klebte man einfach was wieder drüber und war die schreibgeschützt. So, jetzt, wenn man die rumgedreht hat, da war ja keine Nase, also konnte man die nicht bespielen. Einige haben dann mit der Schere gefummelt, das richtig hinzukriegen. Da gab es dann diese Diskettenlocher. Ich setze das mal hier an. Machst so. Du das echt jetzt? Ich mache das jetzt echt, ja. Achtung. Ratsch. So. Und so, da ist die Nase drin. Und schon mal hatte man 100% mehr Speicherkapazität. Tja, war doch einfach, ja. Das ist schon wahnsinnig. Diskettenlocher. So, und jetzt kommt noch eine wunderbare Maschine. Jo, also das ist der PET 2001, nicht die allererste Version. Die hatte eine kleine Tastatur, das ist schon die bessere Version. Die mit der kleinen Fummelstastatur, die hatte auch einen Kassettenrekorder eingebaut. Hat er nicht mehr, hier ist der extern. Das ist aber eigentlich auch so die Ursprungsmaschine. Mit 3700 D-Mark fing das Ding an, mit 4 Kilobyte Arbeitsspeicher. Ja. War sagenhaft. Ich habe den Ostern 84 bekommen, habe 3 Tage nicht geschlafen. Ja. Nur hat er mir erzählt, ist Karfreitag abgetaucht und kam, ja, dann Osterdienstag erst wieder, ja, aus dem Nirvana wieder hoch. Aber irgendwo vorher wochenlang Basic gelernt, ja, mit Büchern und, ja, sowas. Ja. So. Ja, und den konnte man aufklappen, wie ein Auto. Und da ist, ach ja, richtig, Entschuldigung, ja, ich verteile ja meine Vitamine. So, so sieht das Gerät von innen aus. Das waren also noch richtige Dinge. So, wir gehen jetzt in das Jahr 1986 und wollen dort auch wieder eine Selbstbausache zeigen. Du hast dir da Gedanken gemacht, wie kann man einen Trommelscanner selber bauen? Es gab keinen Scanner für den kleinen Mann. 30.000 Mark, ja. Trommelscanner. Ja. Und für den kleinen Mann, wenn er einen Schallplattenapparat hatte, konnte sich das Ding selber bauen. Wir schauen uns das an. Ich glaube, das ist lustig geworden. Wie wir eigentlich zeigen wollten, einen Scanner. Auf dem Bild, wenn es jetzt aufgebaut ist, können wir erkennen, da ist eine Sekretärin drauf mit einem Computer und daneben steht ein Drucker. Das ist jetzt das Original, die Vorlage. Und auf dem Monitor ist das gescannte Bild. Man sieht also deutlich Ähnlichkeiten. Ich habe es hier im Studio gemacht. Es ist durch die Beleuchtung nicht ganz so besonders. So, jetzt werfen wir die Anlage an, damit sie schon was tut. Löschen den Bildschirm und sagen ihm, mach mir ein neues Bild. Wie macht er das? Nun, normalerweise kosten solche Geräte sehr viel Geld. Wir wollten etwas Preiswertes haben. Nehmen einen Plattenspieler, der eine relativ konstante Drehzahl hat. Eine alte Schallplatte, sie ist dann nicht mehr zu verwenden. Setzen darauf ein Kunststoffrohr, welches unten verklebt ist. Und müssen dafür sorgen, dass dieses Kunststoffrohr gerade ist und nicht hin und her wackelt. Um die kleinen Wackler, die immer übrig bleiben, auszuschließen, ist hier ein Gegenlager, ein Kugellager, hat übrigens 95 Pfennig gekostet, und ein Aluwinkel angeschraubt, sodass auch die letzten Bewegungen weg sind.
Jetzt haben wir einen mechanischen Aufbau. Jetzt gehört natürlich noch etwas mehr dazu. Hier ist nämlich ein zweiter Arm. Auf diesem zweiten Arm befindet sich hier in diesem kleinen schwarzen Kästchen, was wir da sehen, ein Fotowiderstand und eine Leuchtdiode. Das ist eine sogenannte Reflexdiode, die sendet selbst Licht aus und empfängt es wieder. Jetzt können wir, weil wir gerade dabei sind, mal aufpassen. Dieser Arm wird immer ein Stückchen weiter runtergesetzt. Achtung, jetzt und gleich wieder nochmal. Na, jetzt, da war er wieder. So, das geschieht rein mechanisch hier über diese Gewindestange. Hier haben wir Muttern dahinter geklebt, das klebt man heute alles. Und diese Gewindestange endet dann da unten in einen Schrittmotor. Da hinten dieses silberne Ding sehen wir da. Das ist der gleiche Motor, wie wir ihn eben auch mit dem Zeiger gesehen haben. So, dieser Motor wird gesteuert hier über diese Anschlüsse von der Platine. Auch hier wieder das gleiche IC drauf. Und auf dieser Platine ist jetzt noch ein weiteres IC. Einmal zur Pegelwandlung, Wandlung von TTL auf 12 Volt. Und zum anderen als Schmittträger für das, was von der Reflexschranke rüberkommt. Jetzt brauchen wir im Grunde nichts anderes zu tun, als irgendwann anzufangen, die Helligkeit zu lesen und im Speicher wegzuschreiben. Auswerten direkt kann man das nicht. Es ist in Basic geschrieben, damit Sie es zu Hause leicht nachvollziehen und auch anpassen können. Denn da würde man fragen, ist es hell oder ist es dunkel? Muss ich jetzt verzweigen oder nicht? Und das sind Zeitunterschiede und die machen sich in geometrischen Verzerrungen bemerkbar. Deswegen erstmal in den Speicher gepokt, anschließend, wenn eine Zeile gelesen ist, herausgeholt, ausgewertet und auf dem Bildschirm dargestellt. Die ersten Anfänge vom Bild sehen wir hier schon wieder. Da oben kann man es, glaube ich, jetzt erkennen. Ja, das ist also hier der Kopf der Frau. Wir werden vielleicht gleich noch mehr davon sehen. Es dauert allerdings etwas. Ja, da war ein schöner Satz drin gewesen. Das Scan ähnelt dem Original. Viel mehr hat es auch nicht getan. Das, was ich hier vor dem Auge habe, das ist ein Kernspeicher. So begann das ja alles mal mit den Computern. Ein wertvolles Teil, alles Handarbeit. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man so etwas zusammengenäht hatte quasi. Und es war kaum zu bezahlen für einen Privatmann. Weißt du eigentlich, wenn man die Informationen dieser Speicher ausgelesen hat, also in jedem dieser Ringe, dieser Kernspeicher, war ja ein Bit gespeichert. Ja. Hat man das gelesen, war das Bit nicht mehr da. Man musste es nach dem Lesen neu schreiben ja, damit es wieder erhalten blieb. Ja, das waren mal gerade hier so ein Kilobit und das sind ja 128 Byte nur. Ich habe hier noch einen zweiten Speicher. Wenn man davon ausgeht, dass die so etwa zwei Stück so 1 Zentimeter ergeben, wie man hier so sieht. Mal kurz gerechnet, wenn man da so 1000 Stück braucht, 1000 mal 1000 ist ein Mega. Ein Megabyte nur im Computer, überlegen Sie sich mal, wären 5 Meter dieser Speicherplatte. Wir zwei aufeinander und der Regisseur oben drauf. 5 Meter. So, ich habe hier noch was Schönes, Altes. Ich meine, das sind ja schöne optische Sachen, die man da so zeigen kann, auch wenn das Anfang der 50er, schätze ich fast, dass das hier von Telefunken gemacht wurde. Das sind auch so Kernspeicherelemente. Und dann hier, auch das sieht sehr schön aus, auch hier erkennen wir da innen drin, dass da Kernspeicherplatten sind. Ein bisschen alles wie das, so Bienenwaben, ja, ne? Alles so symmetrisch. Und das scheinen hier Anzeigeelemente zu sein. Wenn der Computer keine anderen Sprünge gemacht hätte, kann man sich nicht sagen, wir könnten uns heutzutage sowas nicht leisten. Nö. Denn das ist ja fürchterlich teuer, sowas. Ja. Hier ein Schritt weiter, hier erkennen wir dann schon Transistoren auf dieser Platine. Das sind wir vielleicht schon Anfang der 60er Jahre irgendwo. Und in Deutschland hat es ja dann relativ schnell aufgehört mit den Großcomputern, dass sie hier gebaut wurden. Schade eigentlich. Nächste Generation wäre dann schon so etwas gewesen. Da sind dann da keine Transistoren mehr unten. Das, was man jetzt sieht, sind die Speicherbausteine. Das sind 16 Kilobyte sind das hier, was hier drauf sind, mit Parity und so weiter. Insgesamt 16. Insgesamt, ja. Ja, und dann habe ich von dem berühmten ZX81 eine Speichererweiterung mitgebracht. Und wenn wir die auseinandernehmen, auch das sind 16 Kilobyte. Das ist dann schon deutlich kleiner. Weißt du noch, was die damals gekostet hat? Fast 400 Mark. War schon ganz kräftig. Aber es ging natürlich weiter. Wir haben noch andere Geschichten. Zum Beispiel hier eine 5
Megabyte Festplatte. Ein richtiges Trümmerteil, muss man da schon sagen. Riesendingen. Das lief natürlich nicht alleine. Ich musste dann auch noch einen Controller haben, der in meinen Rechner eingebaut wurde. Die Karte passt heute in die meisten Rechner gar nicht mehr hinein. Und hat damals schon irgendwo in der Größenordnung um die 5000 Mark gekostet. Das waren aber nicht die teuersten. Heute... Was würde denn da nach diesem Preis sein? Was würden denn heute die Platten kosten, wie diese, die jetzt kommt, mit ja, ich glaube, 4 Gigabyte, aber die gibt es bis 30 Gigabyte? Oder? Ja, 30 Gigabyte in dieser Größe. Die würden ja dann 1 Million kosten oder sowas. Ja, 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 ja. Und dann im Vergleich dazu, 30 Gigabyte, das ist diese Größe zu einem solchen Trümmerteil. Aber angefangen hat diese ganze Geschichte ja eigentlich ein bisschen anders, und zwar mit Lochkarten. Hier, mit solchen Sachen. Ich habe da ein ganz wertvolles Original aus Österreich geschenkt bekommen von einem Professor, der lange Jahre bei der IBM das gemacht hat. Die wurden damals handgezeichnet. Passten 12 oder 13 Byte drauf, je nachdem, wie man es gemacht hat. Dagegen heute so etwas, eine Mini-CD-ROM als Visitenkarte. Man sieht es hier, 50, 60 Kilobyte, überhaupt kein Problem, und noch kleiner. Oder wir haben ja heute unsere Sticks, die bis 1 Gigabyte gehen mit USB-Schnittstelle. Also mit aller Gewalt die A-Laufwerke verdrängen, also die normalen Disketten verdrängen. Ja. Oder bald nicht mehr geben. Ne? Oder sowas, ein MP3-Player, der auch als Speicherstick zu verwenden ist. Oder Speicherkarten, 64 Megabyte. 1 Gigabyte geht hoch bis auf 2 Gigabyte wieder. Die kommt nämlich hier rein. 2 und jetzt 4 Gigabyte. Was willst du denn da drin mit 1 Gigabyte? Was Navigation, Deutschland, Österreich, Lux, Skandinavien, alles drin. Du kommst rum. Alles hier auf der einen kleinen Karte. Na gut. Ja, und Speicher und Roboter passt ja irgendwo zusammen. Mhm. Aber wir haben damals in der Sendung Roboter gehabt, die brauchten überhaupt keinen Speicher. Die wurden vom Bildschirm von Lichtpunkten gesteuert. Und haben etwas bewirkt, worüber die Leute heute noch lachen. Wahrscheinlich lachen sie auch, wenn sie das sehen. Wir waren immer ernsthaft. Jetzt wollen wir unser Superprogramm starten. Die Pfanne auf den Herd und auf geht's. Was macht er denn? Das Erste. Das können wir nachhelfen. Eigentlich hätte er es so machen sollen. Ja. Und, ja. Ja. Und noch ein bisschen Salz noch. Ja, also ich finde, das war schon eine fantastische Demonstration, das nur mit Leuchtpunkten zu machen auf dem Bildschirm. Dass das natürlich kein Industrieroboter ist, wenn man ihn auch so anscheuert, ist klar. Aber immerhin, die Demonstration, kann man sagen, ist gelungen. Ja, ist gelungen, Sie haben es gehört. Und den Roboter, den gibt es sogar noch hier in der Hardware-Ausführung. Ein robustes Teil, und er funktioniert sogar noch. Ja. Ich stelle ihn mal runter. Ja, es war eine wilde Zeit, und man sieht, wir haben es doch nicht immer so ernst genommen. Aber ich habe mal so ein paar alte Sachen hier mitgebracht. Und wenn wir mal hier drauf sehen, wird wahrscheinlich auch... Sind wir jetzt schon in der Laptop-Zeit eigentlich hier, wenn man das sieht, was wir hier aufgebaut haben? Naja, langsam, Gevatter. Das hier zum Beispiel, das ist ein Einplatinensystem, auch wenn das jetzt hier 3 Platinen sind, aber die kann man rausziehen. Mit einer CPU, einer 6100 von Intersil, die ist PDP-8 befehlskompatibel. Wer weiß, was das ist, der versteht es auch. Ja, und da haben wir hier eine Anzeige, arbeitet nur oktal, zählt also nur von 0 bis 7. Man kann sie programmieren, haben 256 Bit Arbeitsspeicher und eine 1 Kilobyte Erweiterung. Also war schon ein mächtiges Teil. Und ich denke, wenn man sich... Doch, wenn die Zahlen hört, ist es doch bescheiden, ne? Bit und so und Arbeit. 4000 Mark plus Speichererweiterung, 2000 Mark plus IO-Karte. Wir waren bei etwa 7500 Mark. Das war, aber das Ding, das lief mit 4 MHz Taktfrequenz. Man konnte sogar noch ein bisschen hochsetzen. Und was hast du denn damit programmiert? Alles. Spiele, IO-Sachen, Steuerungen, alles. Es waren Versuchsdingen da. Ja. Also wie vom Großrechner, wie von der PDP-8, die Befehle, mnemonisch konnte man damit arbeiten. Hier sind Mikrointerpreter drauf gewesen. Wie viele Leute gab es denn in Deutschland, die mit so etwas da gearbeitet haben? Ich glaube, die haben davon 500 Stück verkauft. Mhm. Weltweit. Weltweit. Nicht in Deutschland. Und wie lange hat der dir Spaß gebracht?
2 Jahre und ich hole ihn immer mal wieder raus und arbeite immer mal wieder damit, weil das einfach schön ist, das Teil. Ja? Dann der hatte damals kam der Pet, wo du Ostern mit verschwunden bist, den wir vorhin ja auch gesehen haben. Ja, ja, ja. Übrigens nicht freitags, sondern Samstag. Ich habe am Samstag beim Expressgut hier abgeholt, nachdem ich die Leute bei Commodore in Neu-Isenburg genervt habe, bis zum geht nicht mehr. Und die den persönlich weggebracht haben. Und dann habe ich von Samstag Mittag bis Dienstag nicht mehr geschlafen. Hier, Radio Shack, weiß ich noch. Wir haben in Chicago gestanden, haben uns die Nasen an dem Laden platt gedrückt, weil dieses Ding auf den Markt kam. Da kann man so kann man sehen. Da sind also im Moment jede Menge Programme drauf. Hersteller war Kyocera, wenn man innen auf die Platine guckt, da steht das drauf. Ja, da haben wir ihn aber nicht gekauft. Ich habe ihn ja später dann als er. Aber jetzt wollen wir so mal sagen, was wir da gemacht haben. Es gab einen Befehl in Basic, wo man den Computer mit ausschalten kann. Und dieses Programm haben wir einfach geschrieben. Die Leute, die den eingeschaltet haben, automatisch aufgerufen und hat es automatisch wieder ausgeschaltet. Also wir sind in den Läden gewesen, wo die Dinger rumstanden und haben dann das Programm geschrieben und haben es als Startprogramm deklariert. Das konnte man machen. Hat man den eingeschaltet, hat er ein Programm aufgerufen, was ihn ausgeschaltet hat. Und dann haben wir draußen vor der Schaufensterscheibe gestanden, haben geguckt, wie die Verkäufer verzweifelt sind. Aber na gut, okay. Firma Epson war dann sehr großartig mit ihren, mit ihren kleinen Computern, die ausgestattet waren, dann hier auch mit einem Laufwerk, ein Kassettenlaufwerk, mit einem anständigen Display. Na gut, heute wird man sagen, viel zu klein. Das war schon ergonomisch hochklappbar. Ja. Und das war der legendäre HX20, das war auch mein Anfangscomputer. Und ich hatte den hier mit einer Speichererweiterung und da konnte man so schön Spaß mitmachen. Soll ich den Witz mal erzählen? Das in der Kneipe? In der Kneipe, ja. Also pass auf, fang an zu fummeln. Es ging also darum, wir haben ein Bier getrunken, mehr hat ja nie jemand von uns getrunken. Und dann ging es ans Bezahlen und da haben wir die Kellnerin gerufen und dann hat die gesagt, 9,60 Mark oder irgendwas. 5,80 Mark oder sowas. Habe ich gesagt, die kleinste Einheit ist 10 Mark, habe hier 10 eingedrückt und hier drauf gedrückt. Präpariert hatten wir denn Rechner so, dass da ein 10-Mark-Schein drin war und der kam dann hier aus dem Drucker heraus und jetzt können Sie mal raten, ob die Kellnerin den 10-Mark-Schein genommen hat, ja oder nein. Nein, hat sie nicht genommen. Hat den angeguckt, hochgehalten und hat gesagt, nein, den nehme ich nicht. Ja. So. Ja, das war ein Basic-Programm, das hat nur Zeilenvorschübe gemacht und das hörte sich dann immer an wie sowas. Ja, leider ist der Akku hier ziemlich nieder, sonst hätten wir das hier mal vorführen können. Es war auf jeden Fall eine riesige Nummer, das war 1984 oder so etwas. Und da konnte man auch keinem erzählen, dass ein Geldschein aus einem Drucker gedruckt wird. Heute sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Heute würden die Leute lachen und sagen, was macht ihr da für einen Quatsch. Ja. So, hier haben wir einen kleinen DOS-Rechner stehen. Ein schönes Teil, damals von Bovis verkauft worden und es gab ja so eine Zeit, so eine Übergangszeit zwischen Computer und zwischen Rechner. Das hier ist ein frei programmierbarer Rechner gewesen von HP. Der konnte auf Magnetkarten speichern, hatte also keinen dauerhaften Speicher, bis auf diese Magnetkarten mit dem Laser da drin. Schönes System, UPN, also umgekehrte polnische Notation, sowieso mein Ding. Organizer waren früher solche Klötze. Der hatte diese merkwürdige Sache, man konnte den nicht abschalten. Wenn man einmal einen Alarm eingegeben hat, dann konnte man ihn nicht mehr ausschalten. Das heißt, man musste ihn dann auf 25 Uhr stellen, das hat er zugelassen, dann hat er nicht mehr gebimmelt, weil die Uhr das nie erreicht hat. Das ist unglaublich, was da mittlerweile, was da alles so passiert ist. Ne? HP71B, legendäres Teil, muss ich sagen. Schade, ich habe noch Peripheriegeräte dafür. Oder hier der erste wirklich Mini-Rechner in Basic. Man muss ihn sich ansehen. So sieht er aus. Ja. Zwei Zeilen, alles frei programmierbar. Ja, und es mündet dann letztendlich in einem Teil, das habe ich auch schon mal gezeigt. Leider ist es von Intel aufgekauft worden, diese Firma, und das wird nicht mehr. Das müsste eigentlich noch gehen. Ja, bestimmt, also natürlich noch, funktioniert ja noch. Funktioniert. Da sind also Programme drauf. Auch Z80 und auch hier kann man selbst Programme auf dem Computer zu Hause dafür schreiben und sie dann rüberladen, frei programmieren. Sogar Schach läuft da drauf. Ja. Aber ich gewinne da. Alte Zeiten, jetzt, wie sehen die neuen Zeiten aus? Werden wir bessere Computer schon haben? Ja, Computer, die wir nicht mehr als Computer sehen und die vielleicht besser funktionieren. Aber wir brauchen freie Computer und nicht irgendwann geschlossene und freie Betriebssysteme. Tschüss, nächste Woche, letzter Computerclub.